Herzlich willkommen zur 5. Ausgabe von Auf die Überholspur, dem Fragenblock der Fahrschule Alpenland. Wir haben heute wieder eine spannende Frage bekommen, nämlich vom Christian. Und der Christian möchte wissen, darf man in Österreich bei einer Führerscheinprüfung technische Helferlein verwenden? Lieber Christian, diese Frage lässt sich ganz einfach beantworten. Die Antwort ist nämlich ja. Man darf in Österreich bei einer Führerscheinprüfung sämtliche technischen Helferlein, die im Auto verbaut sind, einsetzen. Man muss sie nur richtig einsetzen. Das heißt, wenn du den Tempomat verwendest, dann muss man ihn natürlich auch richtig verwenden. Wenn du einen Abstandsregelautomat verwendest, auch den musst du richtig einschalten und auch wissen, welche Nachteile er haben kann. Also das kann der Prüfer dann fragen. Die einzige technische Hilfe, die man nicht verwenden darf in Österreich, wäre bei der praktischen Prüfung der automatische Einparkassistent. Wer das nicht kennt, das ist ein technisches Feature, das manche Autos haben. Da würde man einen Knopf drücken, bei einer Parklücke vorbeifahren und die Sensoren würden sich die Länge der Parklücke ausmessen und dann eben automatisch einparken. Man muss sogar die Hände vom Lenkrad nehmen. Das macht alles die Elektronik für uns. Dieses technische Helferlein darf man nicht verwenden. In Österreich bei den Übungsplätzen ist es meistens so, dass hier, um die Parklücken zu begrenzen, Stangen aufgestellt sind. Das wäre also zu wenig quasi Hindernis, sodass die Sensoren auch nicht die Größe der Parklücke erkennen und ohnehin nicht funktionieren. Sollte das funktionieren, dann darf man es leider nicht verwenden. Bei der Rückfahrkamera muss man auch aufpassen. Es gibt immer wieder Herrschaften, die bei der Prüfung dann nur mit der Rückfahrkamera einparken. Das heißt also nur in diesen Monitor schauen. Aber überlege mal beim Einparken, wenn man das Auto rückwärts bewegt, bewegt sich ja auch der Vorderteil vom Auto. Und da muss man natürlich also bewusst hinschauen. Das sieht man in der Kamera natürlich nicht. Nicht, dass der Vorderteil zu einem Hindernis, zu einer Stange, wie sie bei uns in Österreich die Parklücken begrenzen, dazukommt. Aber grundsätzlich, lieber Christian, man darf alle technischen Helferlein verwenden. Wenn auch du Fragen hast, bitte her damit. Schreib uns eine E-Mail an fragen@drivecademy.at oder fragen@alpenland.co.at oder schick uns eine WhatsApp an 0677 640 297 00. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mittwoch und wie immer, schön rechts fahren.